Und damit hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Lotus Simulator. Schön, dass du wieder da bist. Zu den Top 5 der bestbewertetsten Karten, die aktuell Steam ermittelt hat. Von ja, Release-Zeitraum bis zur heutigen Zeit sind das die Karten, die am meisten ja, positive Stimmen erhalten haben. Und dementsprechend befinden wir uns jetzt auf der Top Numero Uno, also Nummer 1 hier. Die Karte Klein-Neustadt von Tresorjuwel. Ja, die Karte kam damals auch ziemlich schnell raus. Ich glaube, es muss vom Release her, von dem Lotus Simulator, ich glaube, muss das Ganze im Oktober, November passiert sein, wo die erste Version von der Klein-Neustadt kam. Und diese hat sich dann mittlerweile immer weiterentwickelt, bis zu einem bestimmten Punkt, bis die Karte dann irgendwann so böse gecrashed ist, dass Tresorjuwel die Karte dann auch leider aufgegeben hat. Wir gucken uns das Ganze mal so ein bisschen an. Wie gesagt, auch hier werden wir natürlich ja schon eine sehr detaillierte Karte sehen. Ja, aber ich glaube, sie wird halt aber hauptsächlich von Standard-Content beherrscht. Soll uns jetzt aber persönlich jetzt nicht groß stören. Jedenfalls, gucken wir uns das Ganze jetzt dementsprechend mal an. So, achso, ich soll einfach nur Schlüssel reinstecken. Perfekt. So. So, Türmann rechts und wir haben einen niedrigen Bahnsteig. Dementsprechend können wir das Ganze jetzt so öffnen, dass die Fahrgäste hier mal einsteigen. Und hauen wir hier den Lichtschalter rein. So, zu damit. Wundervoll. So, perfekt. Los geht's. Ah, absolutes Lieblingsfahrzeug, ja, von Düsseldorf. Großartig. Dieses Fahrzeug ist das Geld allemal wert hier. Die Karte, die habe ich damals auch schon mega, mega gefeiert, ja, als sie erschienen ist. Und Tresorjuwel war für mich schon so der erste gewesen, der wirklich das ernst genommen hat mit dem Lotus Simulator. Nicht eine Karte einfach nur so hingeklatscht hat, fertig ist es, weil er eine Karte fertig haben wollte. Sondern weil hier ja, im fiktiven Klein-Neustadt sich hier wirklich ein paar Gedanken gemacht worden sind. Auch diese ganzen Dekorationen und alles sowas, die hier so ein bisschen schon so neben der Straße standen, war natürlich schon für damalige Verhältnisse ein absolutes Highlight gewesen. Ja, also es war großartig, ja, das Ganze hier einfach mal so ein bisschen abzufahren. Wie gesagt, auch hier fehlen natürlich die heutigen Standards. Ich glaube, Signale müssten vielleicht schon mit drin sein, aber wie gesagt, KI-Verkehr oder sowas, ja, das ist hier mittlerweile vergebens. Wird immer zu schnell. So. Aber auch die Karte lief damals schon echt ruckelig, ja. Muss ich schon sagen, also schon. Das muss einiges an Performance rausgeholt haben. Also hier sind natürlich schon Sachen verbaut halt, ne? Eieiei. Hier ist die Weiche kaputt. Ja, wir fahren rum, das ist gut so. So schaut es also aus. Wie gesagt, das ist die Karte Klein-Neustadt. Zumal Tresorjuwel hier auch schon versucht hat, so die ersten Tunnelmodule, also die Tunnels zu bauen, was ja eigentlich für Lotus ja heute noch nicht vorgesehen ist, dass man hier Tunnels bauen kann. Aber wie gesagt, er hat sich da schon mal reingesetzt und wollte mal gucken, wie weit. Tresorjuwel ist zwar heute, glaube ich, immer noch irgendwie mit irgendeiner Karte beschäftigt, allerdings
handelt es sich hierbei nicht mehr um, glaube ich, um die Karte Klein Neustadt. Postet ab und zu immer mal so ein paar Bilderchen von dem Lotus Simulator, aber ja, ob es jetzt ein neues Projekt ist oder ob es eine Erweiterung für die kleine Neustadt ist, das weiß man leider nicht. Persönlich ein bisschen schade. Und ich fand halt schon, dass Reserve schon irgendwie so ein bisschen Potenzial hatte, so für Top-Karten. Glaube ich, hier genau, hier fingst du nämlich an, dass du dann nämlich hier in der Unterführung irgendwie fahren konntest, hier halt so ein bisschen. Na nee, gar nicht, da kommt's, da. Und da jetzt nämlich gerade ausfährst. Pardon. So, genau. Das war noch Zeit. Mann, oh Mann, oh Mann. Also ein paar Workshop-Objekte waren halt schon drin, ne? Ihr seht hier wieder schwarze Container, die zum Beispiel wieder nicht existent sind hier. Wenn du den Lotus-Simulator mal löschen musstest oder sowas, findest du diese Dateien halt nie wieder. Aber auch hier, ne, hätte es auf jeden Fall ordentlich Überarbeitung geben müssen, weil du knallst halt hier mit diesem Fahrzeug hier zum Beispiel. Jedes Mal würdest du jetzt diese ganzen Masten mitnehmen. Genau. Aber wie gesagt, das sind also die Top 5, die ja, Steam rausgesucht hat. Wir machen es jetzt nämlich mal ein bisschen anders. Wir haben euch jetzt nämlich ein kleines Dokument jetzt fertig gemacht, wo wir die aktuellsten Karten zumindest drin haben. Auch Karten, die aktuell noch bebaut sind. Wir haben tote Karten haben wir rausgenommen, ja, weil es geht halt natürlich, ne, was sind denn so eure Top One? Ja? Also wollen von euch wissen, was ist eure absolute Lieblingskarte? Und daraus würden wir dann praktisch so ein Top 5 Video machen wollen. Ja, deswegen findet ihr den Link zu dem Dokument unten in der Videobeschreibung. Und dort klickt ihr einfach drauf und dann gibt ihr einfach eine Stimme ab. Und aus diesem Resultat dann können wir dann zum Beispiel sagen, wenn ihr jetzt eine Lieblingskarte habt, ja, wie die Community dann praktisch entscheidet, ja, welche eure aktuellen Top 5 Karten sind. Wie gesagt, halt wirklich Hauptaugenmerk liegt wirklich da drauf, Karten halt zu nehmen, die halt wirklich immer noch die vielleicht schon damals in der Entwicklung waren und die es heute immer noch gibt, welche jetzt halt noch in Entwicklung sind. Wie gesagt, guckt da gerne vorbei. Wir haben da, glaube ich, eine kleine Auswahl, weil wirklich viele Karten sind es halt nicht, ja, die heute immer noch gebaut werden. Wir haben die Karte Stuttgart, wir haben Berlin, Koblenz, wir haben Fictaminga, ja, diese Karten zum Beispiel, ja, die wirklich jetzt halt aktuell immer noch gebaut werden, die sind jetzt alle da drin in diesem Dokument und dort wählt ihr eure Lieblingskarte aus und daraus, wie gesagt, entsteht dann ein Resultat, welches wir dann hier für die Top 5 denn 2020 wählen können. Lasst das Dokument dann auch für eine halbe Woche liegen, sodass ihr wirklich eine Woche Zeit habt, vielleicht euch zu entscheiden. Vielleicht fällt euch die Entscheidung ja super schwer. Ja, dann könnt ihr euch da mal das Ganze mal noch mal so durch den Kopf gehen lassen. Aber vergesst natürlich nicht dran teilzunehmen. Ja? Sonst ist natürlich das Ganze sinnlos. Es gibt eine Deadline, da steht dann alles in den Textdokumenten mit drin.
Und dann läuft das Ganze so ein bisschen ab, wie wenn wir zum Beispiel hier Leitstellenfahrten auslosen, ja, über so ein ja, Google Office Dokument praktisch, ja. Habe ich über eine Tür gesperrt hier? Was ist los hier? Trittstufenkontrolle? Was habe ich gemacht? Wie das halt auch echt im Spiegel siehst, ne? Wie sich das großartig. Diese Fahrzeuge sind großartig, wirklich. Ja, wir konnten hier die ganze Zeit fahren, das ging alles ohne Probleme. Genau. Wir fahren jetzt gleich links um die Ecke, dann bist du Feststück geradeaus und dann auf einmal kam diese tote Kachel, wo du dann praktisch über irgendwelche unsichtbaren Gleise gefahren bist, ja, und du dir den Himmel gesehen hast. Das war dann so der Punkt gewesen, wo dann Tresorier gesagt hat, nee, natürlich. Mich würde persönlich mal interessieren, was macht Tresorier gerade? Also, solltest du dieses Video hören, schreibe mir doch mal in die Kommentare, ja, was du da für schicke Bilder dann manchmal postest. Wie gesagt, er arbeitet irgendwie an der Karte, vielleicht so ein privates Projekt oder sowas. Ja, dann schreib mich doch mal an. Zum Beispiel, welche Karte man auch gar nicht mehr findet, ist die Linie 68. Die ist komplett weg. Der Joe. Weil er keine Lust mehr gab, hat er einfach gelöscht. Den, ja. Sozusagen haben wir hier alles auf Video. Das ist halt das Schöne. Ja, mit meiner Bibliothek hier, die wir hier haben. Also wenn jetzt nicht hier auf ÖPNV-Simulationen, aber zumindest auf Microhazard TV, wo ich mich einfach dran bedienen kann bei den Videos. Ja, das ist halt das Tolle, das sind ja meine. Das ist damals alles für interessante Karten gab halt, ja. Aber guck mal, da sieht's gut aus, ja. Die Karte jemals durchgefahren? Kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, ja, ob ich die jemals wirklich durchgefahren habe. Naja. Bis zu Ende? Scheinbar schon, ja. Ah, guck mal, wir hätten nach links fahren müssen. Dann fahren wir mal nach links hier. Warum auch immer jetzt er die Gleistexturen jetzt hier nicht mehr richtig lädt.
Wird er denn die Gleistextüren jetzt nicht? Das verstehe wieder wer sonst. Oder auch zum Beispiel die Karte von BLV, seine erste Karte, die er da gebastelt hat, die wir im Nebel gefahren sind. Oh, ich liebe dieses Fahrzeug, ja, das ist... er hat es geschafft. Er hat die Texturen nachgeladen. Ah, rechts rum. Aber hier geht's zum Betriebshof nämlich jetzt. Ah, guck mal, das hat er auch schon verbaut. Guck mal, jetzt sind sie wieder. Gut, das weiß gerade selber nicht, was er machen soll. Ich auch nicht. Achso, da geht es jetzt in den Betriebshof rein. Oh, guck mal, hier hat er nicht fertig gerendert. Genau, jetzt einmal rum. Ja. Das ist auf jeden Fall die Karte Klein Neustadt. Die Top Nummer Uno. So, wir würden jetzt hier nicht wieder zurückfahren, denn. Oder? Ja. Und auf dem Gleis rauf. Genau. Ja. Also das ist sie. Das ist, wie gesagt, die Top Nummer 1 bei Steam der top bewertetsten Karten. Klein Neustadt von Tresorjuwel. Wie gesagt, damals wirklich ein absolut Musterling gewesen. Die Karte war einfach großartig, hat sich super weiterentwickelt. Bis dann irgendwann mal Lotus dann schwach gemacht hat und das Ganze ein bisschen kaputt ging, was natürlich ein bisschen schade ist. Nichtsdestotrotz bin ich mal gespannt, was unser Tresorjuwel jetzt macht. Und ihr, wie gesagt, könnt jetzt gerne abstimmen. Was sind denn eure Top? Was ist eure Top 1 Karte, wo ihr sagen müsstet, die gehört auf Platz 1? Dann, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung der Link zu einem Dokument. Dort könnt ihr eure absolute Lieblingskarte auswählen und dementsprechend ja, abstimmen, damit ihr mal sehen könnt, wo eure Karte ja, von der Community gewählt wurde und was, ja, ihr vielleicht noch verbessern könntet. Gucken wir uns das Ganze denn dementsprechend denn halt noch an. Zwar, wie gesagt, müssen wir jetzt erstmal natürlich ein bisschen Zeit lassen, um die ganze Auswertung dann zu machen. Aber wenn es dann halt soweit ist, dann kommt dann natürlich denn die Top 5 denn. Mal gucken, vielleicht machen wir es dann auch ein bisschen schneller, als wir jetzt mit den Top 45 von den beliebtesten aus Steam. Da kann man vielleicht mal eine Woche komplett dann einfach mal Lotus machen, wo wir dann einfach die Top 5 dann durchgehen. Und ja, dann schauen wir mal, wie ihr so die Karten jetzt mittlerweile bewertet rund um den Lotus Simulator, die aktuell verfügbar sind. Würde ich mich mega drüber freuen, wenn ihr alle da zahlreich teilnehmen würdet, weil ohne Ergebnisse kann man sowas natürlich nicht machen. Dementsprechend, ja, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, dann, wie gesagt, schaut's doch dort am besten mal vorbei. Tresorjuwel, dir wünsche ich alles, alles Gute. Ja, vielen Dank für diese tolle Karte, die du uns damals geschenkt hast mit der kleinen Neustadt. Und sonst bedanke ich mich, dass ihr dabei wart. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Ja, wir sehen uns dann hoffentlich zum nächsten Mal wieder. Ich verabschiede mich, bedanke mich, Leute. Sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.